Hallo meine lieben Shisha-Freunde, hier ist euer Nils von Wow Hooker und heute zeige ich euch, wie man einen Früchtekopf baut mit einem Apfel, den wir auch gerade hier anfangen anzurauchen. Zeige ich euch als Tutorial oder probieren wir es gemeinsam aus? Also wir probieren es gemeinsam aus. Ich habe damit noch keine Ahnung, habe noch nie einen Früchtekopf gebaut. Meine Versuchung ist, einen Pfannekopf zu bauen aus dem Apfel. Ich vermute, es wird nicht so gut hinhauen, weil der Apfel schon sehr weich ist. Aber wir werden es gleich sehen. Gut, dann wollen wir mal den Apfel auseinanderlegen und einen Kopf bauen. Und dann sehen wir uns, wenn die Pfeife richtig an ist. So, wir probieren jetzt aus einem normalen Apfel einen Funnel zu bauen. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Also meine erste Idee war, dass wir sozusagen hier erstmal ein Loch durchschneiden. Wer natürlich so einen Lochstecher hat, ist natürlich ein bisschen besser dran. So, das Problem ist, wir dürfen keine Fehler machen, weil ich habe nur einen Apfel da. So, ob es ein Fail wird oder nicht, sehen wir dann auf jeden Fall beim Rauchvideo. Bisher scheint es irgendwie nicht so gut zu funktionieren. Der Apfel ist auch schon sehr weich und zerfällt mir schon halb auseinander, um ehrlich zu sein. So, aber wir geben nicht auf, wir packen das. Ja doch, so langsam blüht uns ja doch. Ich weiß nicht, ob es so gut klappen wird, weil der Apfel so weich ist. Ich glaube, ein fester Apfel ist ja ein bisschen besser. Vielleicht ein bisschen größerer Apfel. So, aber wir haben hier unser Loch jetzt. Und wir wollten ja probieren, einen Funnel zu bauen. Nicht ganz normal mit einem Sieb rein, wie man es kennt, sondern wir wollten einen Funnel bauen. Das heißt, wir müssten jetzt hier einmal eigentlich hier so rumgehen. So, jetzt haben wir hier schon mal ein Loch und jetzt müssen wir das hier eigentlich so leicht vorsichtig aushöhlen, aber so, dass das Pfannenloch noch da bleibt. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. Ich glaube, das sieht eher nach einem Fail heute aus. Ja, das sieht auf jeden Fall nach einem Fail aus. Ja, Freunde. Ich glaube, unsere Idee, also der Apfel war auf jeden Fall zu weich für unsere Pfannenkopf-Idee. Aber vielleicht kriegen wir doch noch Tabak rein. Ja, ich hole jetzt mal erstmal Tabak und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier bin ich wieder. Ich habe jetzt einmal Eiskaktus und handgemachten Illegal von einem Massiver mir genommen. So sieht jetzt nochmal unser Kopf aus. Ich weiß nicht, ob das was wird, Freunde. Ich probiere jetzt nochmal ein bisschen gleichmäßiger zu machen. Eigentlich ist hier ja schon ein gutes Depot. Ja, der Apfel ist halt einfach zu weich, das merkt man. So, dann mache ich nochmal die Ränder weg, damit die nicht so schnell anbrennen.
Schneide ich die hier einmal schön ordentlich. Ist auch alles ungefähr auf derselben Höhe ist. Das hier ist noch ein bisschen höher. Und das hier ist noch ein bisschen höher. Nehme hier noch ein bisschen was raus, damit auch ein bisschen was reinpasst. So, und dann bauen wir das Ganze mal, würde ich mal behaupten. Sehr schöner Apfelkopf. So, mein Ziel ist eine leichte Note vom Eiskaktus zu haben. Ich kann euch jetzt schon sagen, das wird überhaupt nichts. Wir haben hier so ein schmales Depot. Es kann überhaupt nichts werden. Aber ich habe gesagt, ich mache nur einen Versuch. Und deswegen wird es auch nur bei einem Versuch bleiben. So, jetzt nehmen wir den handgemachten Illegal. So. Bin echt mal gespannt, ob das Ganze funktioniert. Geraucht wird auch noch in der Smokebox. Also es kann auf jeden Fall witzig werden. Ich hoffe nur, dass ich keinen verbrannten Kopf habe, weil es wäre schade um den Tabak. Ich werde das alles noch mal ein bisschen verteilen. So, das ist unser Kopf. Ich mache hier noch mal die Mitte, lasse ich noch mal frei. So, ich würde mal sagen, ist gut auf Noppenkontakt, bisschen Overpacking gebaut auf jeden Fall. Aber ich denke mal, es dürfte funktionieren auf jeden Fall. So, gut, dann halte ich mal die Smokebox an und wir sehen uns gleich, wenn die Pfeife an ist. So, hallo meine lieben Shisha-Freunde, hier sind wir zurück beim Rauchergebnis. Ich habe die Kohle jetzt noch nicht reingemacht, weil ich wollte den Moment mit euch zusammen genießen, wie wir unseren schönen Apfel hier rauchen. Also auf den Geschmack bin ich sehr, freue ich mich gleich sehr, weil Eiskaktus und handgemachten Illegal stelle ich mir ganz geil vor. Okay, die Kohle ist noch nicht, ich zwar durch, aber noch nicht so gut, dass sie hier drauf passt. Aber ja, funktioniert. So, dann lassen wir die mal ganz kurz stehen. Und dann nehmen wir gleich den ersten Zug. Also eins muss ich dazu sagen, ich habe probiert, einen Funnel zu machen. Das hat nicht funktioniert. Ja, da wurde dann irgendwie so ein Mischmasch draus. Mal schauen, ob es funktioniert so. Der Apfel war halt schon sehr alt in dem Sinne. Also der war schön weich. Das war jetzt nicht so geil. Ich glaube, ein fester Tabak wäre besser gewesen, um wirklich die Form hinzubekommen. Aber wir ziehen einfach mal. Okay, kommt noch nichts. Durchzug ist da. So, dann tun wir gerade mal kurz die Kohle richtig rein. Vielleicht braucht es auch einfach ein bisschen länger. Ich ziehe gerade nochmal. Kommt immer noch nichts. Okay, was wir dazu sagen, ich rauche gerade mal die Pfeife an, ich mache einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Die Pfeife ist jetzt ungefähr seit 5 Minuten an, würde ich mal behaupten. Ich habe jetzt nochmal einen Deckel draufgelegt, damit es ein bisschen heißer wird. Der nicht richtig für die Smokebox passt. Aber jetzt geht's. So. Ja, der Rauch ist jetzt nicht der beste, aber es geht. Ich denke auch mal, jetzt im Laufe der Zeit wird sich der Rauch ein bisschen mehr sammeln. Was ganz witzig ist, hier zischt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr es in dem Video hört. Bin mal gespannt, wie lange der Apfeltabak auf jeden Fall hält. Da unten karamellisiert er schon so ein bisschen.
Aber man muss echt sagen, wenn euer Kopf gerade mal kaputt gegangen ist und ihr habt einen Apfel zu Hause, könnt ihr auch locker wirklich in einem Apfel bauen. Lässt sich auf jeden Fall super gut rauchen. Der Geschmack mit dem Eiskaktus und dem handgemachten Illegal ist mega geil. Was mich wundert, in dem Apfel schmeckt man irgendwie null. Ob es jetzt am Apfel liegt, ich weiß nicht. Man schmeckt aber null das Eisige vom Eiskaktus. Ja, der Rauch geht auf jeden Fall fit. Ja, eigentlich mag ich Eiskaktus nicht so, weil das ist mir einfach. Ich bin zwar ein Minze-Fan, aber dieses Eis, das ist mir einfach viel zu stark, wenn ich den pur rauche. Das habe ich so Hälfte, Hälfte gemacht, aber du schmeckst null Eis raus. Ja, vom Apfel. Ob man was vom Apfel schmeckt, das wäre dahingestellt. Ich würde behaupten, nein. Was ich nochmal machen werde, ist ein Apfelvideo 2.0 mit einem sauren Apfel, der richtig frisch ist, richtig hart ist, wo wir auch richtig schön Funnel bauen können, weil ich will unbedingt den Funnel hinbekommen mit dem Apfel. Und wo wir auch von OS dann den Apfeltabak rauchen, Bonnie und Clyde. Ja, aber sonst, also Rauch ist auf jeden Fall voll in Ordnung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vergesst das Abo, das Like und die Glocke nicht zu aktivieren. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen guten Rauch.